Macho, altstolzer Frauenschläger. Es geht um den YouTuber Mois, welcher in den letzten Jahren leider weniger durch guten Content als vielmehr durch erstklassige Fauxpas aufgefallen ist und nicht zu vergessen die exzessiven Drogenallüren. Im Fokus standen dabei die Veruntreuung von Spendengeldern für Menschen in Not, die Ausbeutung und das Bedrohen seiner engsten Freunde und extravagante Großzügigkeit vor der Kamera, die nicht so ganz die Realität widerspiegelte. Denn teure Gegenstände, die er in Videos verschenkt, tauchen ganz gerne mal zufällig in seinem Bekanntenkreis wieder auf. Was ist denn das? Stand jetzt ist das Teil bei mir? Wie landet das Teil bei mir, ist die Frage. How'd that get in there? War das so, dass dieser Typ mich drum angebettet hat, dass ich ihm das abkaufe, weil er kein Geld hat? Das sind nur ein paar von mittlerweile unzähligen Gründen, warum er allgemeinhin als einer der größten Labervögel auf YouTube bekannt ist, der seiner Linie höchstens treu bleibt, wenn es sich um solche Linien handelt. Um es zusammenzufassen, der Mann war vor den aktuellen Geschehnissen schon das allerletzte, was Deutschland zu bieten hat. Man könnte sagen, auf einer Beliebtheitsskala auf Klimakleberniveau, aber keine Sorge, heute wird euer Kumpel Jay Riddle den Müll rausbringen. Leider! Du bleibst da! Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, würde ich mich über eine Interaktion mit dem Video freuen. Für den Algo, unter dem letzten Video habt ihr das wie immer brutal gemacht. Dankeschön an jeden Ehrenmann, der bewertet und kommentiert hat. Setzt die Segel, meine Spatiaten. Wir reden heute über Captain Crack Sparrow. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Wir müssen jetzt kurz mal etwas ernster werden, denn im Kern geht es um die Auseinandersetzung zwischen Mois und seiner Ex-Frau. Denn diese hat er, wie es enthüllt wurde, nachweislich misshandelt, wie es aus Polizeiberichten und Zeugenaussagen hervorging. Die Polizei hat dann auch Fotos von mir gemacht und das alles aufgenommen. Die Ex-Frau namens Anis erzählte den Tränen nahe von ihren jahrelangen Erfahrungen mit häuslicher und psychischer Gewalt in einem zweistündigen Instagram-Videobeitrag, aber Mois konterte die Videobotschaft mit messerscharfer Logik und einer wasserfesten Argumentation und antwortete auf Insta, und das ist jetzt kein Scherz, mit: Wir können uns ja mal angucken, was Mois dazu sagt. Und was soll ich dazu sagen? Wie lächerlich und ekelhaft kann man sein? Deine Ex-Frau erzählt dir, dass sie wegen dir durch die Hölle gegangen ist, und das ist einfach deine Antwort. Aber das ist noch nicht mal die Spitze des Eisberges, denn seine Reaktionen werden noch schlimmer. Denn sie solle doch gefälligst dankbar sein, dass er sie nur verprügelt und nicht getötet hat. Jetzt sitzt die da und erzählt, ich hätte blaues Auge. Freut dich, dass du nicht tot bist. Ich glaube, dass der Mann absolut unzurechnungsfähig ist, steht außer Frage. Aber natürlich entwickelt sich seine Dreistigkeit Pokémon-mäßig noch weiter. Von Mois zu Mäuserich und von dort dann zur Ratte. Denn mittlerweile liegt er auch schon private Sexvideos aus seiner Beziehung, in der Hoffnung, sie damit psychisch noch weiter fertig zu machen. Und setzt bei jeder Gelegenheit seine Fähigkeit Antisemitismus ein, welche anscheinend seine beste Waffe ist gegen seinen Widersacher San Diego. Ich esse dich, Jude, auf mit Brot und Knochen. Verstehst du Deutsch? Mein PC, schick ihn zurück, Jude. Und was ich mit dir noch machen werde, wirst du sehen, Jude. Mit einem Juden. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Bist du Feiglinge, verheißen Versager! Oh, sorry an der Stelle für die, denen der Unterschied nicht aufgefallen ist. Der letzte Clip war tatsächlich nicht Mois. Da hatte ich kurz die Judenhasser verwechselt. Nimmst du bitte meine Entschuldigung an, Mois? Nein, 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 nein! Bevor wir aber zu dem legendären Interview kommen, bei dem ich vermute, dass er vorher so viel Weißes gezogen hat, dass man damit einen Fußballstrafraum samt Elfmeterpunkt hätte streuen können und ihm von dort aus in die Fresse hätte schießen können, ohne dass er irgendwas davon merkt, muss ich kurz mal den Hintergrund einordnen, wo der armselige Rassismus überhaupt herkommt. Mois vermutet nämlich, dass seine Frau ihn wegen einem seiner ehemaligen Kollegen San Diego verlassen hat. Für Leute, die San Diego nicht kennen, er ist ein Rapper, welcher damals dadurch bekannt wurde, dass er in Rap-Turnieren als SpongeBob auftrat und seine Gegner komplett hops nahm. Ich sag dir, der Nächste, der mich komisch anguckt, tut mir jetzt schon leid. Als einzigen richtigen Beweis, dass seine Freundin ihn betrogen hat, führt Mois dieses Video an, in dem man einfach nur sieht, wie San Diego und Anis, also Mois Ex, in einem Auto sitzen. Mit wem seid ihr hier? Zur Info, San Diego zeigt in Videos nie sein ganzes Gesicht, deshalb ist es auch nicht ungewöhnlich, dass er da der Person das Film untersagt. Außerdem waren die laut mehreren Aussagen nicht mal allein in dem Auto und Anis war zu diesem Zeitpunkt nicht mal mehr mit Mois zusammen. Also von Fremdgehen kann man da in meinen Augen wirklich nicht sprechen. Dennoch fühlt sich Mois hier angegriffen und nutzt dies als Begründung für seinen derzeitigen Psychoterror, weil er in seinem Wahn denkt, der notgeile SpongeBob hätte ihm die Freundin ausgespannt. Bereit, Fett abzuspritzen. Das sind zwei Motten mit Fetisch. Die machen Rollenspiele miteinander.
Na sowas, SpongeBob, du hast ja wirklich einen Fußfetisch. Ich liebe es, an deinen Zehen zu lutschen, Sandy. San Diego äußerte sich dann genau wie Anis komplett konträr zu der Sichtweise von Mois. Ich habe nie und zu keinem Zeitpunkt ein Verhältnis mit deiner Ex-Frau gehabt. Du hast selber monatelang auf mich eingeredet, mit ihr zu treiben, um ihr aus der seelischen Hölle zu helfen, in die du sie gebracht hast. Wir haben uns getroffen, um die Scheiße, in die du uns mit deinen Lügen gebracht hast, zu besprechen und nicht um zu flirten. Naja, das sind auf jeden Fall die Fakten, weshalb Mois derzeit komplett austickt und Beweggrund für das Statement, welches wir jetzt zusammen analysieren werden. Heute auf Deutsch, ne? Was geht ab, mein Bruder? Was geht? Gut. Dankeschön, dass du 7 Stunden gefahren bist, kurz bevor ich gleich in den Knast muss. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Gratulation, dass du im Anschluss nach den jetzt folgenden unangenehmsten 10 Minuten deines Lebens mit diesem Typen erleben darfst. Da haben sich die 7 Stunden Fahrt auf jeden Fall gelohnt. Wird genauso spaßig wie diese 6000 Euro Naturseminare, wo leidenschaftlich gendernde, nach Achselschweiß riechende Beamtenkinder probieren, aus ihrer Comfortzone auszubrechen. Wichtig an der Stelle auch anzumerken, dass ein Statement in YouTube Deutschland immer mit einem wehleidigen Ausatmer zu starten ist. Sehen, du warst sehr enttäuscht darüber, dass deine Frau fremdgegangen ist. Das waren aber echte Emotionen. Ich habe das on-cam erst in diesen scheiß paar Tagen erfahren, weil ich es nicht wahrhaben wollte, bis zum Ende. Eventuell wolltest du es ja nicht wahrhaben, weil es nicht wahr ist. Wie gesagt, gibt es zu der Annahme jetzt nicht sonderlich viele Indizien, zumal ihr nachweislich nicht mal mehr zusammen wart. Das Thema ist generell einfach nur da, um irgendwie die Opferrolle auszuschlachten. Und ich finde es übrigens traurig an der Stelle, dass es Vollidioten da draußen gibt, die tatsächlich auf den Zug aufspringen, um damit die häusliche Gewalt zu relativieren. Dazu später mehr. Und was soll eigentlich bedeuten, du hast es on Cam in den paar Tagen erfahren. Du hast es sicherlich erfahren, als die Cam aus war und dich dann dazu entschieden, online zu gehen, um es in der Öffentlichkeit maximal peinlich auszuschlagen. Im Nachhinein wurde das übrigens von deinem Interviewpartner auch nochmal bestätigt, dass es hier nur um Abos geht. Nee, ich bin überall als Frauenschläger, jetzt muss ich einen Song über Frauenschläger machen. So ein Ding ist das jetzt. Außer es ist richtig geil. Man darf Isabelle nie wieder auflassen, oder? Man muss jetzt monatelang sagen, wir drehen eine Doku. Wir drehen gerade eine Doku, verstehst du, Bro? Ja, auf Fan arbeiten, oder? Auf 1 Million Abonnenten, und das ist das Intro jetzt. Wärst du nicht traurig, wenn ihr 2 beschissene Kinder hat, sie ein Auto hat, sie ein Haus hat, sie eine Villa hat und du draußen deine Mutter fixst? Moment mal, was hast du da gerade gesagt? Hab ich das richtig verstanden? Und du draußen deine Mutter fixst. Deine Mama will gebankt werden. Schwamm drüber! Und dieser dreckige Kachbar will jetzt das so vermarkten, weil ich sie einmal geschlagen habe. Ich habe sie geschlagen und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht getötet habe. Versteht ihr mich? Hast du das verstanden? Aber ich hab's nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Ich dachte, du klatscht ihn gleich eine und ich glaube, er dachte das auch. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Darum laufe ich vor mir selber weg. Versteht ihr das? Und dir hat meine Kinder weggenommen. Mit einem dreckigen Jungen. Also ich fasse zusammen, du hältst dich selbst für eine so große Gefahr, dass du vor dir selbst wegläufst. Aber deine Kinder sollen bei dir gut aufgehoben sein, ja? Zur Erinnerung, du hast den Kindergarten deiner eigenen Kinder in deiner Rage gedoxt und sie damit vielleicht in Gefahr gebracht. Und sie dann auch noch deine eigenen Kinder als Kachbar beleidigt. Deine Kinder sind Kachbars. Oh, du Kachbar. Hörst du das? Du Kachbar. Du Kachbar. Lutsch San Diego weiter, du Kachbar. Ich hab meine Frau weggenommen. Kachbar. Des Weiteren, wenn die Aussagen von deiner Ex-Frau stimmen sollten, hast du sie vor den Augen deiner Kinder verprügelt und damit gedroht, die Kinder umzubringen, wenn sie dich verlässt. Du bist kein guter Umgang für ein Kind und ich hoffe, du bekommst lange, lange Zeit nachzudenken, bevor du wieder mit ihnen in Kontakt kommst. In deinem Modus bist du gerade für jeden eine Gefahr. Und erzählt, ich hätte blaues Auge. Freut dich, dass du nicht tot bist, Kachbar. Weil ich mich kontrolliere. Im Prinzip bist du nämlich gerade wie die Schneekönigin aus Frozen, nur dass ihr beide unterschiedliche Schneesorten bevorzugt. Mich zu kontrollieren, ich hab es versucht. Bekanntlicherweise hat der Man in the Misere aber nicht nur seine Familie ans Bein gepisst, sondern, und das kam in den letzten Monaten nach und nach raus, so ziemlich alle Leute, mit denen er je was zu tun hatte. Die Liste ist quasi endlos wie die Bahn, die er morgens zieht, und ich rede nicht darüber, dass er ein Schwimmbad besucht. Angefangen mit seinem besten Kumpel Maestro, Zuschauer, die er verarscht hat, Opfer von der Flut in der Türkei, bei denen die Spenden nie ankamen, meinen Maskenbratern Mumudi, San Diego, Kollege Asche, Monte, sogar mit einem fucking PC-Shop namens Hardverrat hatte er Stress. Die Story dahinter ist auch zu göttlich für die Leute, die
Hardware hat nicht kennt, das ist ein deutscher Tech-YouTuber, der auch einen ziemlich erfolgreichen Online-Shop hat. Dort habe ich übrigens auch meinen neuen Gaming-PC her. Danke an der Stelle für die Unterstützung, Chef. Er heißt Tim und hatte, wie gesagt, eine Auseinandersetzung mit Mois. Dieser hatte von ihm nämlich einen teuren PC gesponsert bekommen für Werbung und wurde dann einfach erstmal weggeghostet. Aber es kommt besser, denn daraufhin lud Hardware-Rat ein Video hoch mit dem Titel So geht das aber nicht, Mois. Was dann wiederum zur Folge hatte, dass der Man in the Macho mit einer ganzen Entourage an Kollegen und mehreren Autos Reifen quietschen wie ein Star auf dem roten Teppich, das Geld wie in einem schlechten Mafia-Film auf den Tisch haute, was ja auf einer Seite korrekt von ihm ist, ihm danach aber einfach drohte, dass er seinen Tech-Channel zerstören wird, wenn er nochmal wagen sollte, so ein Video zu posten. Wir müssen Hardware-Rat ausraten! Naja, denkt daran, Hardware-Rat auszuchecken. Link ist in der Videobeschreibung. Die haben echt die besten Preise, weil er die selbst zusammenbaut und zusammenstellt. Eine große Auswahl und PCs, die sofort auf Lager sind. Lasst euch von überteuerten Konzernen nicht über den Tisch ziehen. Und macht's auf gar keinen Fall wie Mois und zieht auf dem Tisch. Das ist auch nicht gut. Besucht jetzt einfach Hardware-Rat und schaut euch um. Es lohnt sich. Wir ändern das nicht, weil sie dürfen das nicht sehen. Hier, das ist dieser USB-Stick. Dankeschön, Bro. Alles, was ich mit dir aufgenommen habe, alles, wo ich rausgefunden habe, wie sie mir flammt geht. Okay, warum dürfen wir den USB-Stick nicht sehen? Was sollen wir bitte mit der Info anfangen? Wie paranoid bist du eigentlich? Auch hier sieht man wieder, was für Filme er schiebt. Und das verhärtet wiederum meine Vermutung, dass die meisten Gespenster, die er ausspricht, wie vermutlich die Fremdgeh-Anschuldigungen, nur in seinem Kopf existieren. Wo ich rausgefunden habe, wie sie mir fremd geht und wie ich sie geschlagen habe, ist aufgenommen auf der Kamera. Ihr seht, wie ich sie geschlagen habe. Also sag, ist das wirklich wahr? Ja, auch hier erkennt man mal wieder super, wie gut du dich unter Kontrolle hast. Also sag, ist das wirklich wahr? Ja! Und ich habe eine Woche gewartet auf sie. Und ich habe sie nicht geschlagen, ich habe ihr nichts Schlimmes getan, ich habe mich als Mann beherrscht, obwohl ich der männlichste Mann bin. Respekt, Bruder, dass du es geschafft hast, eine ganze Woche lang deine Frau nicht zu misshandeln, obwohl du der männlichste Mann bist. Hier ist kein Mann so überaus männlich. Man merkt richtig, dass er zu viel Zeit in so abgedrifteten Alpha-Bubbles verbringt. Versteht mich nicht falsch, eine angenehme, maskuline Art kommt bei den meisten Frauen sehr gut an, aber erwartet er jetzt ernsthaft auch noch Applaus dafür, dass er sie nicht geschlagen hat? Aber ich habe es nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Das Thema ist mir relativ wichtig, weil ich nichts abstoßender finde als irgendwelche Machos, welche meinen, sie dürften Frauen schlagen, weil sie so männlich sind. Da kommt mir echt sogar der leckere Just Legends hoch, auf den es derzeit noch 20% gibt, bis zum 19.07. Mit dem Code J. Jeder, der da nicht zuschlägt, als wäre er Mois, hat wirklich die Kontrolle verloren. Bei den Preisen fällt es schwer, sich zu kontrollieren. Satire und Humor beiseite, Gewalt innerhalb Beziehungen ist ein Riesenproblem, welches ich hier mal kurz adressieren möchte, um euch darauf aufmerksam zu machen. Im Jahr 2021 wurden 831 Frauen ermordet, davon alleine 301 in einer Beziehung lebend. Jede dritte Frau, die getötet wird, stirbt durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Hier können wir uns darauf einigen, dass jede Zahl zu hoch wäre, aber auch die Zahlen von Gewalttaten in Beziehungen, die nicht zum Tod führten, sind alarmierend. Denn im Jahr 2023 wurden insgesamt 256.276 Opfer von häuslicher Gewalt erfasst. Dunkelziffer natürlich deutlich höher und es ist leider ein Fakt, dass über 75% der Fälle Männer dafür verantwortlich sind. Und eine echte Feministin würde das Dilemma so zusammenfassen. Auch Männer leiden ironischerweise übrigens extrem unter anderen Männern. Man muss ja einfach differenzieren, dass ein Großteil der Männerwelt sich gut verhält, denn die aggressiven Gewalttätigen unter uns, ihr seid das Problem und es färbt auf die guten Männer ab. Nicht ohne Grund entscheiden sich bei Straßenumfragen viele Frauen, den Bären alleine im Wald zu begegnen, anstatt dem Mann, weil viele Frauen eben schlechte Erfahrungen gemacht oder im Bekanntenkreis von ihm gehört haben. Natürlich macht das die Antwort, den Bären zu wählen, nicht rationaler und nicht weniger doof, aber es macht auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam. Männers, Appell an euch da draußen: Wir können viel erreichen, wenn wir eine angenehme maskuline Männlichkeit beibehalten und einfach die verdammte Gewalt und Aggression abstellen. Seid bitte Teil der Lösung und kein Teil des Problems. Nun gut, weiter zu Mois. Weil ich mich kontrolliere. Egal, ob sie mich hassen, bevor ich nicht in Knast bin und die tun alles, um mich in Knast zu stecken. Ich wurde heute 7-mal verhaftet, Bro. Wegen Volksverhetzung gegen Juden. Junge, was erwartest du bitte, was dein Kollege jetzt dazu sagt? Bruder, kann ich mir gar nicht erklären, warum die dich wegen Volksverhetzung drankriegen wollen. Du wirkst auf mich gerade gar nicht wie ein zugedröhnter Antisemit. Alter, wenn du dafür nicht belangt werden willst, solltest du eventuell damit aufhören, ständig Leute als Juden zu diskreditieren. Dein Instagram wurde zu Recht gesperrt. Dort war es rassistischer als ein 100-Meter-Lauf. On your marks, get set, white guys, go! I have high hopes for this. I had a cliff bar before we started. Everybody else!
Phew, thought they were coming after us. Generell tut mir der Typ hier namens Jalous echt leid. Er dachte, nice, ich habe ein cooles Interview bekommen, die Karriere geht voran. Und bereits bei der Hälfte des Interviews angekommen, weiß er jetzt schon, dass er für immer mit ihm in Verbindung gebracht werden wird. Der arme Typ denkt sich nur so, das war's für mich. Auch im weiteren Verlauf des Interviews ist es echt unangenehm, wie oft er das Wort Jude einbaut und irgendwelche Verschwörungstheorien über die Illuminati in den Raum wirft. Dann habe ich sie geschlagen, ja. Also, bevor Polizei kam, weil ich gesagt habe, wenn du denkst, dass du mit einem Juden meine Kinder aufziehen willst, Illuminaten du deine Seele verkauft hast, die ich nicht verkauft habe, obwohl dein Sohn Saifullah heißt, und du willst mit einem Juden danach zusammen sein, der Dimitri Tschparkow ist, der schnellste Rapper, am schnellsten abspritzt. Also von dem Geschwurbel mal abgesehen, warum spuckt er denn jetzt einfach in den Raum rein? Das ist ein Restaurant, wie benimmt er sich bitte? Guten Tag, die Herren, dürfte ich schon mal Ihre Bestellung aufnehmen? Tschparkow ist der schnellste Rapper, am schnellsten abspritzt. Alles klar, dann komme ich später nochmal wieder, ja? Und jetzt wollen Sie Frauen Power Awareness, ich spuck auf die... Jetzt habe ich bewiesen und meine Mutter dafür geopfert, okay? Ich zeige euch, was jetzt passiert. Jetzt wird es aber sehr männlich homoerotisch an der Stelle. Diese männliche Männlichkeit bringt mich auf Betriebstemperatur. So, jetzt macht auch die ein oder andere Aussage von dem Anfang des Interviews Sinn. Tempen, ist jeder schwul geworden da draußen? Du hast also von dir selber gesprochen. Meine Güte, ist doch nicht schlimm. Hör doch auf, dich ständig zu verstellen. Denn auch hier bist du komischerweise wie die Kokskönigin, ich meine Schneeprinzessin. Zeig ihnen nicht dein wahres Ich. Und pünktlich zum Ende hin dreht er dann halt nochmal komplett durch. Meine Songs sind nur über dich, du Mutter. Ich werde nur für dich Platin gehen und für diese Mutter. Mit dem ersten Song. Hast du mich verstanden? Das ist meine Rache, nicht physische Gewalt. So einen wie dich tötet man nicht. Ich will, dass du lebst und siehst, wie erfolgreich ich bin und davon stirbst. Absolut perfekt. Am Ende jetzt noch große Reden schwingen. Wie krass er durchstarten wird, während er derzeit von PayPal-Spenden lebt, die er oben in jedem Video verlinkt. Der Typ erinnert mich echt an die Ansage von Thaddäus. Und ich verspreche dir, bei unserer nächsten Begegnung wird mir diese Stadt zu Füßen liegen. Ein bisschen Kleingeld. Ein bisschen Kleingeld, Ma'am. Thaddäus? Thaddäus, bist du das? Und ich werde sie jetzt alle aufdecken. Hadid an San Diego, Hadid an Kollege, Hadid an Farid Bangday. Und wisst ihr noch die Bombe, die ich gesagt habe, die platzen wird? Naja, jetzt verkündet der Krieg gegen alles und jeden. Und ich weiß, was ihr sagen wollt. Ja, das kennen wir auch schon von einem anderen Judenhasser. Wollt ihr den totalen Krieg? Und meine Enttäuschung soll man bis zu meinem Tod sehen, selbst wenn man mich hasst. Ich will Figur für jeden Mann werden. Also ich kann dir versichern, du bist zwar nicht die Figur für jeden Mann, aber zumindest die Witzfigur für jedermann. Allein weil du die Situation, in der du dich gerade befindest, dafür ausnutzt, um deine unterirdische Musik zu bewerben. Wie ekelhaft kann man bitte sein? Moiso. Ja! Bevor wir zum Fazit kommen, muss ich euch etwas beichten. Ich bin gestern meiner Freundin Alicia fremdgegangen und brauche ein handfestes Alibi von dir. Nach dem Motto, Jay kann es nicht getan haben. Ich habe gestern gesehen, wie er mit Tobias Hoch zusammen Waisenkinder, Babykätzchen aus einem brennenden Haus gerettet hat. Das ist jetzt nicht Eigenlob. Oder aber ihr interagiert mit dem Daumen nach oben und lasst mir aus voller Sohle in den Kommentaren einen Hashtag ManInTheGefängnis da, denn dort wird Mois jetzt womöglich landen. Und um ehrlich zu sein, ich denke, ihm würde gerade jede Auszeit gut tun, weil er sich von Tag zu Tag selbst überbietet. Einen Tropfen will ich in seine Mutter tun, in seine Mutter. Und dann kriegt er einen echten Bruder, dieser jüdische... Wow, wow, San Diego, du bist so gut im Bett, du... Lasst euch bitte keine Verschwörungstheorien auftischen, Mois ist eindeutig im Unrecht, wenn man sich die Faktenlage und sein Verhalten anschaut. Und absolut zu Recht in der Kritik, da hilft auch seine schlecht gespielte Opferrolle nicht weiter. Und die haben mir meine Kinder 13 Monate nicht gezeigt und mein Essen gegessen. Ah, das erklärt, warum du so abgebaut hast in den letzten Monaten. Ich dachte, das liegt daran, dass deine Ernährung wenig ausgewogen ist, sondern viel mehr abgewogen. Dein Frühstück zum Beispiel stelle ich mir so vor. Man in the mirror. Naja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sollte er tatsächlich im Gefängnis landen, ist das sicherlich auch eine tolle Erfahrung für ihn. Schön am Karaoke-Mittwoch Man in the Mirror singen oder halt, tja, einen Song, der noch besser zu seinem Internetauftritt passt. Bye. Der Schnee glänzt weiß auf den Bergen heute Nacht, keine Spuren. Checkt den Ehrenshop Hardwareart aus über den Link in der Videobeschreibung oder guckt euch an, wie unfassbar dreist mir Shoyoka drohen wollte. Oder aber mein Video über den Gender-Wahnsinn und wie er dich bald holen kommt. Cheers und bis zum nächsten Mal. Ich hab es versucht. Yes.